So, herzlich willkommen zurück zu meinem Doom 2 Plutonia 2 Let's Play auf geht's in Devil 8 namens Harmony. So. Ja. Ein ruhiger Anfang, seltenes Bild, wirklich. Okay. Komischer Anfang hier. Okay. Vielleicht mit der Super-Shotgun am Anfang? Ja, ich speichere das erstmal. Mir wirkt das ein bisschen unheimlich, dass das hier so ruhig ist. Verletzt man sich hier? Nö. Boah, es geht mit meiner Framerate ab. Die überschlägt sich in dem Level hier. Trotz Aufnahme in 300 Frames pro Sekunde spielen. Okay. Beeindruckend. Soll mir recht sein. Das ist echt bitter. Geil. Wieso komme ich da nicht rein? 300 Frames pro Sekunde, obwohl ich in 2048 mal 1152 Auflösung aufnehme. Ja. Ich find's toll. Wie viele Secrets gibt's denn hier? 2 Stück und 119 Monster. Ja, aber. Aber ich sollte nicht zu sehr meinen PC loben, sondern mal anfangen zu spielen. Na. Oh ja. Ja. Typen da oben mag ich nicht so ganz, ne? Ein Manku. Wollen wir gleich mal herzlichst empfangen? Also ganz liebevoll. Oh, er macht doch die Scheiße. Ja, sehe ich jetzt gar nicht ein. So. Oh, ich habe gar nichts durchgespeichert. Na, egal. Dann machen wir jetzt alles total toll, ne? So. Will jetzt diese Scheißtür aufbleibt. So. Warum kann ich die nicht blockieren, so wie bei Decent? Oh, was will der denn jetzt hier? Oh. Hasse dich. So. Perfekt. So. Tot? Ne, da ist noch was. Das musste jetzt sein. Das war nicht zu vermeiden. Oh, da war er, glaube ich, nicht so ganz einverstanden mit, habe ich das Gefühl. Warum denn nicht? Ich kann das gar nicht nachvollziehen, warum er das jetzt nicht war. Da mache ich ihm doch so ein schönes Schrotgeschenk, ne? Und jetzt ist er damit noch nicht mal einverstanden. So undankbar. Das ist die Scheiß... Rotztür schon wieder zu. Das ist ja echt zum Heulen. Sollst aufbleiben. Oh, da habe ich ihn auch noch gar nicht angeschossen. Vielleicht ist das auch sinnvoller. Auf. So. Ach, ihr seid ja billig. Ach was, wo kommst du denn jetzt her? So, und was willst du jetzt? Du willst Stress, hm? Ja, das habe ich mir gedacht. Das willst du ja immer. Aber jetzt machst du es nicht mehr, ne? Weil jetzt ist hier nämlich Ruhe, jetzt kann auch keine Tür mehr zugehen. Irgendwann sind die Zeiten dann für dich auch mal vorbei, wo du mich ärgern kannst. Und da kommt der nächste Manku angedackelt. Ja, dann lassen wir ihn mal. Ach komm, einfach herkommen, das kann so einfach sein.
So, einen schrotigen Empfang. Wie abhauen. So ein undankbarer Besucher, ne? Ach, was willst du denn schon wieder? Hündchen. Ich möchte dich nicht mal als Haustier haben. Du stirbst bitte. So. Du auch noch, komm. Oh, da ist ja hier. Lass mal die alle hier schön brav herkommen. Oh, das muss wehgetan haben. Das war heiß am Rücken. Ja, das war doch schön schrotig, oder? Ja. Perfekt, so. Au! Wow. Speichern wir mal lieber hier, du. Ach. Arsch. So, da ist ein Imp. So, speichern. So. Was haben wir denn noch hier? Ich brauche erstmal den da und den da. So, und dann speichern wir nochmal eine Runde. Was mache ich mit euch jetzt? Ach, ich gehe da einfach hin. Und dann wird das alles abgeschlachtet hier. Volle Kante Rinder. So, perfekt. Und das reicht jetzt optimal für so eine weitere Box. Ach, was kommt denn da schon wieder raus? Wollen wir mal besuchen kommen hier. Ja, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Da kommt der Kerl hier hochgestürmt und holt die Säge raus und rammt sie euch beiden in den Leib. Tja, dass das unerwartet kam, das ist nachvollziehbar. Interessant, okay. Wie sieht das eigentlich so mit Secrets aus? Würde ich gerne finden. Was haben wir hier Schönes? Nichts Besonderes. Was passiert was? Das kann auch nicht alles sein. Ich glaube, da passiert irgendwas noch mit den Dingern hier. Die gehen bestimmt irgendwann auf, wenn man irgendwas macht. Hier sind nochmal zwei Raketen für mich und das sieht irgendwie nach Tür aus, oder? Nee, ist es nicht. Auch nicht, wenn man daran sägt? Nö. Okay. Vielleicht kommt man da ja irgendwie rüber. Aber natürlich kommt man da rüber. So. Und da ist sogar schon der Schlüssel. Frag mich gerade, ob das so überhaupt geplant war. Aber da komme ich eh nicht durch. Okay. Naja, auf jeden Fall habe ich schon mal den roten Schlüssel. Ja. Dann wollen wir hier nochmal hoch. Düdüdüd. Speichern wir das Ganze nochmal. Ach du Scheiße. So, erstmal die ernsten Probleme weg. So, und du noch. Perfekt. So. Ach. Steht nicht in meinen. Ja, genau. Macht das mal eben da tot, da genau. Geht sogar. Oh, da war ein Imp. Ups. Der Schuss war gar nicht für dich bestimmt. Ja, mach doch mal endlich den Schenker da hinten platt, dass der mal stirbt. Ach, muss man denn wieder... Au! Nix da. So. Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen beschleunigen, sonst wird das hier nie was. So. Na
Na also, ne, sonst kommen wir ja nie voran hier. Also wollen wir da mal ein bisschen beschleunigen, das Ganze. So. Gut, dann sammle ich mir mal die Munition ein. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt diesen Schlüssel da mitnehme, dann passiert ein ganz schweres Unglück. Also mal voll rein. Oh ja. Ihr wart sowas von berechenbar. Wow. Speichern wir mal hier. Na also. Geht doch wie am Schnürchen hier. So. Ja. Hört, Moment. Ey. Ach. Hä? Moment. Stimmt doch was. Da. Und das ist hundertprozentig ein Secret, also. Es geht ja schon nicht eindeutiger. Tata, tata, das erste Secret gefunden. So. Wo kommst du denn jetzt her? Du warst vorhin nicht da. Wie kannst du jetzt da sein, wenn du vorher noch nicht da warst, ha? Gleich mal vernichtet der ganze Schmutz hier. So. Gut, also da kommen keine neuen Erkenntnisse, wenn man hier drauf ist. Nö, okay. Dann speichern wir das Ganze nochmal. Guckt dann nicht auch irgendwie auf die andere Seite hin. Finde ich ja schon zu begrüßen, ne? Sieht wohl eher mau aus. Es geht bestimmt auch irgendwie. Ich würde es auf jeden Fall gerne. Naja, aber es sieht echt mau aus. Na gut. Ach, jetzt kommt. Das ist ja interessant. Ja, wenn ich jetzt diese Tür meiden würde. Das interessiert mich jetzt gerade mal. Moment. Tatsache, würde ich jetzt diese Tür meiden? Dann würden die Viecher nicht kommen, oder? Das glaube ich schon fast, echt. Dass das so ist. Die geht nicht auf. Das ist halt echt so. Und hier brauche ich den gelben. Das heißt, ich könnte die ganzen Viecher meiden. Boah, krass, aber... Wir wollen ja alles machen, aber was passiert, wenn ich den mitnehme? Passiert da irgendwas? Nö, ne? Es ist ja bitter, da könnte man das komplett umgehen, ne? Hart. Na, egal. Geh mal wieder zu. Ich will das aber machen. Ich will ja 100% reinmachen. Aber ich finde das schon bitter, dass man es umgehen kann. Das ist ja echt der Hammer. Aber da ich ja 100% reinmachen will, darf ich das nicht umgehen. Aber... Au. Aber nice, dass man das könnte. Ich hasse Türen, die immer wieder zugehen. Bei diesen zwei kann ich das verhindern. Mhm. So. Gut. Das Problem hätten wir. So, und das Problem hätten wir auch. War natürlich ganz schön. Ganz schön. Ja. Okay. Ja. Okay. Interessant. Das war natürlich physikalisch sehr realistisch, was da gerade passiert ist. Das wäre auf jeden Fall so auch in der Realität passiert. Genau sowas, ja. Es war total realistisch.
Aber so richtig. Da sollen wir jetzt mal einem was anderes behaupten, ne? Das war ja wohl mega realistisch, war das. Diese Dinge kommen mir auch komisch vor, als wenn die irgendwas zu sagen haben. Egal. Wie komme ich da eigentlich hin? Ich glaube, wenn ich in die gelbe Tür reingehe. Also gehen wir mal in die gelbe Tür. Hi! Oh ja, da gingen mindestens 10 Kugeln in die Wand. So, weg bist du. So. Ah, das war mir eine Ehre. Ey, jetzt gibt's eine Rakete nochmal da rein, ne? Einfach nur, weil du es bist. Siehst du, sogar meine Hunde mögen euch nicht. Tja, so ist das, ne? Die Hunde hassen mich auch, dass sie mich töten wollen, aber die Hunde hassen euch sowas von noch mehr, dass sie sogar riskieren, dass ich nicht sterbe, wenn sie die schon vorher töten, ne? Oder mir helfen. Tja, also das ist purer Hass, du. Meine Güte. Wegen einer Dings jetzt die Shotgun-Box aufzunehmen? Nein. Aber den Schalter muss ich irgendwie gedrückt kriegen. Na komm, bitte. Ich bitte euch. Das muss doch irgendwie anders gehen. Ich muss garantiert den Schalter drücken. Ah, ich hab's geschafft. Cool. Alter, hört auf, so viel Schaden abzuziehen. Bitte euch. Das wäre sowas von lieb. Oh, komm, beweg dich. So. Also, das muss geschmerzt haben. So, und das hat es auch. Die sind irgendwo noch Imps. Ach, jetzt das hier auf. Ah, okay. Vielleicht hätte ich den mal schießen lassen sollen. Ja, geil! Er trifft da den Manku. Ey, so haben wir jetzt nicht gewettet. Das kriegst du wieder. Gott. Gott. Man sollte ihn erstmal ausschießen lassen. Das macht vielleicht eventuell Sinn. So. Ich habe einen Plan. Nee, der Plan wird niemals aufgehen. Schade. Ich habe nicht gedacht, dass man das vielleicht machen kann, dass der Schenker einen Revenant trifft, aber das ist völlig unmöglich. Das steht die zu weit entfernt. Oh oh, scheiße. Ach komm jetzt. Oh, der hat ja doch schon ganz gut gelitten durch meine BFG. Das ist ja schon mal gut. Ach, ich sollte ihn ausschießen lassen, ne? Man ist zu übermütig. Egal. Passt schon. So. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Ah, 25. Hä? Was ist hier denn los? Und das ist jetzt kein Secret? Das ist ja bitte. Warum kriege ich die jetzt erst? Jetzt brauche ich die eh nicht mehr. Ach, diese blöde. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Vielleicht erwische ich dann gleich mal den Schinkaner. Es könnte. Ja, ja. Jetzt slidet das Ding. So.
kriege ich auch euch, oder? Vielleicht. Nee. Dazu habe ich zu wenig Muni. Da opfere ich lieber die Munition von dem Ding. Perfekt. So. Gut, hier ist auch nochmal Munition. Hier ist nochmal Munition. Und hier ist auch nochmal Health. So, perfekt. Und noch zwei Chain Guns. So. Jetzt wäre ich natürlich noch sehr erfreut über das Finden meiner letzten Secrets. Oh, hi. Dich gibt's also auch noch. Ach, verdammter Imp sein. Wow. So. Jetzt hin. Oh, ein Kakodämon. Ein Tomatensalat für uns. Den nehmen wir doch gerne an. Der ist super. Frischer Tomatensalat. Frisch angereichert. Nur für uns. Oha. Jede Menge Imps. Ja, die haben mich auch vorhin geärgert, die blöden Spinners. Vielleicht ein paar Oh, der schießt sogar nach oben. Das ist ja mal ein Service. Bah, jetzt laufe ich da wieder rein. Verarscht mich doch nicht. Wenn ich glaube, dass da kein Schuss mehr kommt, dann hat da kein Schuss mehr zu kommen, ja? Bedenkt das bitte, ihr Gegner. Na? Dass wir uns da mal verstanden haben. Ach komm, es geht doch dahinter. Bah, ich glaube, die Idee war nicht so prickelnd. Dann. Ach, nicht alles daneben schießen, das kommt nicht so gut. So. Geht auf die Munition. Wenn man das alles daneben feuert. Perfekt, dann speichern wir das mal. So. Ach, was ist das denn da oben? Ich gebe euch das anders wieder so. Und den das machen wir jetzt noch so platt. Perfekt. Hier ist Munition. Wird dankend angenommen. Wir sind auch wieder aufgefüllt. Supi, so mag ich das. Und der... Der bekommt meine Faust zu spüren und die hat den ganz schön wehgetan, so wie er weggeflogen ist. Ja, so muss es sein. Na, die müssen leiden, die Teile. Das ist nun mal so. So. Ja. Hä? Wieso kann ich euch da nicht drücken? Lasst euch doch drücken. Okay. Da ist aber noch ein Schalter, die aber mit Munition wieder davor. Ich gehe dann mal, ne? Wir klären das noch ein anderes Mal. Ja, hört auf zu schießen, damit ich dich töten kann. So. Oh, der ist auch schon hinten. Ja, supi, so mag ich das. Da habe ich ja schon wieder Chain Gunner oder irgendwelche Zombies auf. Bestimmt Chain Gunner. Nee. Das war ein Shotgunner. Ja, Shotgunner sind mir persönlich lieber. Können zwar auch mistig sein, aber nicht so mistig wie Chain Gunner. So. Okay. Irgendein Secret steht mir aber noch aus. Und ich glaube nicht, dass das jetzt hier noch sein wird. Wer weiß, wo das ist. Alles getötet und alles, ja, dann ist das hier auch das Ende. Aber ich vermisse hier irgendwie noch ein Secret. Gib mir mal die Chain Gun. Jo, danke schön. Aber jetzt muss ich erstmal noch das Secret finden. Bah, wo könnte das denn mal sein? Gegner sind alle tot. Ja, dann können wir die mitnehmen.
Dann können wir ja alles mitnehmen. So, aber wo ist jetzt das letzte Sieg? Das hätte ich jetzt schon noch ganz gerne. Vielleicht finde ich das hier noch eben kurz. Ich versuche es, ansonsten muss ich wieder alleine gucken. Aber ich wäre natürlich erfreut, wenn ich das mit euch zusammen finden würde. Aber das klappt ja meistens immer nicht so ganz, ne? Ach ja, das war ja nur das, ja. Gut. Aber manchmal hat man ja so eine Glückssträhne, dass man es dann doch noch irgendwie findet, aber... Sieht wohl eher schlecht aus, aber ich habe das Gefühl, dass das hier irgendwie was noch, doch noch mit hier was zusammenhängt. Ich weiß ja nicht, dass man da irgendwie rankommt. Verflucht, ey. Tja, ich würde das Secret wirklich verdammt gerne haben. Oh, hier sind aber noch Shane Guns. Die nehmen wir natürlich mit. Ganz klar. Das Level ist doch gar nicht so groß. Da muss man doch dieses blöde letzte Secret finden. Was ist denn da hinten noch? Warum sind da Türen eingezeichnet? Moment. Das sind ja keine Türen. Sehr seltsam. So, wo könnte das denn mal sein? Ich würde das doch so gerne noch finden. Ah, ich glaube, das wird nichts. Aber das Level ist überhaupt nicht groß. Da muss man doch dieses eine beknackte Secret noch finden. Das ist schon echt bitter irgendwie. Ey, ich will aber die Rüstung noch haben. Die gönne ich mir jetzt noch. So, die will ich auf jeden Fall noch haben. Na gut, dann muss ich wohl alleine gucken. Dann sehen wir uns gleich wieder. Boah, nee, oder? Das glaube ich jetzt einfach nicht. Dass ich da nicht geguckt habe. Ja, das ist bitter. Okay, so. Wie kam ich da jetzt noch am dösten hin? Nee. Also, das ist hier. Da, ja, die gelbe Tür war das, genau. So. Hier durch. Hier hoch. So. Das war jetzt wirklich verdammt einfach. Hätte ich eigentlich drauf kommen können, dass das hier ist. Naja, gut. Ja, egal. Weil eigentlich solche Ecken, da muss man eigentlich immer gucken. Ja, das ärgert mich, dass ich darauf jetzt nicht gekommen bin. Ja, ja, was soll's. Also, ich sag's mal so. Als ich eben alleine nachgeguckt habe, ja. Hatte ich relativ schnell gefunden. Ist schon ein wenig bitter. Egal. Ich hab's auf jeden Fall selber gefunden. Ich musste nicht nachgucken. Das ist schon mal schön. Das ist immer eine Sache, wo ich dann stolz auf mich bin. Jo. Dann wollen wir mal mit Gebrüll hier... Ich sagte, mit Gebrüll hier raus. So. Jo. Das war das Level Harmony. Ja, ein Perfekt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal mit Wormhole Zone wieder. Bis dann, bye bye.